Ab geht's ins zweite Level von Rollercoaster Tycoon Circuit. Es ist quasi eine kleine Oase, die ich jetzt mit Attraktionen vollpflastern muss. Auch dieses hatte ich mir kurz angeschaut. Und es sieht recht interessant aus, was man da alles machen kann. Aber ich muss, glaube ich, ganz, ganz viele Sachen erforschen, um da weiter voranzukommen. Erstmal direkt auf Pause. Also 20.000 Verkehrswert, Besucher in der Badeanlage 40, dann hier 35.000 in Badeanlage 100 und hier 50.000 Verkehrswert und Mindesterhöhung von 3,5 bei einer Wasserrutsche. Hier habe ich bereits meinen kleinen Wasserpark quasi. Den kann ich hier hinten raus halt noch erweitern. Oder ich baue eben noch ein separates Schwimmbad. Also insgesamt zwei Schwimmbecken. Müsste ich aber mal gucken, wie ich das mache. Bei der Forschung erstmal bei den Achterbahnen runter. Die Läden auch wieder rauf. Davon braucht man immer welche. Auch bei der Forschung. Ah, nee. Bei der Forschung erstmal hoch auf 500. Die Stände kann ich schon mal alle synchronisieren. So, Toiletten gibt es auch. Die sind hier gratis. Das geht nämlich so nicht. Was ihr hier nicht habt, ist diesmal leider Eintrittspreis. Also ihr müsst hier quasi mit 0 starten. Oh, ist das aber ein Riesending. Selbst dahinter kann ich noch weiterbauen. Also das ist ja mal richtig schön groß hier. Zusätzliches Land gibt es nicht, aber es ist halt schon ein riesen Park hier. Jetzt gucke ich erstmal, was ich hier so an Attraktionen habe. Na, Achterbahn kommt hier wahrscheinlich nicht in Frage. Eine gute Frage, wo ich diese Sachen, diese kleineren Sachen erstmal irgendwo hinpacke. Ah, nein, das ist ein Eingang. Schon wieder ein bisschen Geld verschwendet. Mein Abenteuer-Eingang. So. Hier habe ich natürlich auch etwas. Pizzeria. Kommt in Vergnügungsparks eigentlich immer vor. Ich kenne, glaube ich, keinen einzigen Vergnügungspark, wo es keine Pizza gibt.
wir diese Getränke nicht. Ja, aber die Kokosdrinks hier. Ja, hier war 4 Euro für. Dann würde ich auch mal sagen, lasse ich jetzt da keine Zeit mehr verstreichen. Forschungen laufen auf Hochtouren bei den Attraktionen. Und ich brauche natürlich hier einige Badegäste mehr da drin. Habe ich denn Mitarbeiter? Toll, ich habe da so einen Entertainer. Ich brauche mal 3 Leute, die es sauber halten, inklusive eines Mechanikers vorerst mal. Dann starte ich jetzt schon einmal. Gang. Ausgang.
Okay, erstmal auf Pause. Ich habe eine neue Herausforderung. Okay. Also er möchte tatsächlich innerhalb von einem Jahr sechs Abenteuerattraktionen haben. Ich habe im Moment fünf.
Was? Nein, ich will das nicht ändern. Was soll das denn? Jetzt müsste es eigentlich klappen. Offensichtlich noch nicht. Thank you.
frag mich nur, warum das nicht geht. Okay, immerhin schon Aufgabenziel Nummer 1 und ich habe eine Geldmenge bekommen. Das an allen Rändern nochmal machen. Oh. Ungut. Also Leute, das will so nicht funktionieren. Das dauert irgendwie nicht.
Ey, das glaubt man nicht, ne? Geht doch. So, was war jetzt? Jetzt kann ich mich endlich mal wieder da so einem Teil widmen hier. Also da habe ich tatsächlich irgendwie nur Scheiße gemacht jetzt gerade. Ich schaue jetzt erstmal hier meine Herausforderung. Also 35.000 habe ich schon. Aber ich brauche hier 100 Leute in der Badeanlage. Den Verkehrswert kann ich mir auch schon mal anschauen. Der liegt bei 34.000. Am Ende brauche ich hinter einen über... Ich meine, 50.000 waren das jetzt. Ja, 50.000. Brauche ich hinter noch eine Rutsche. Wie viele Leute sind das? Das sind 66. Heißt aber, ich kann diese Badeanlage erstmal erweitern. Das eckige Wände, diese enge Kurven nehme ich hier mal. Erstmal die 53 Personen habe ich jetzt hier. Ich brauche jetzt aber erstmal 100 in dieser oder in diesem Schwimmbad hier. Ja, also wie gesagt, diese 100 Personen ist hier das Ziel.
50 erhöhen. Donut. Oh, der Turm, der ist auch noch zu. Also ich brauche wieder meinen Mechaniker. Besser gesagt 1, 2 und dann 2, 3 Reinigungskräfte. Ja, ich brauche jetzt noch so eine richtige Abenteuerthematik bei einem Karussell. Eins, zwei, drei. Da weiß ich jetzt natürlich nicht, ob ich das erstmal schaffe. 75 Personen sind jetzt immerhin schon im Schwimmbad. Ah, eine große Geldmenge habe ich jetzt bekommen. Das heißt, ich kann das Schwimmbad jetzt auch noch beliebig erweitern. Den Verkehrswert von 50.000 habe ich aber auch noch nicht erreicht. Da stehe ich bei 40.000. Dann kümmere ich mich als erstes mal um den Verkehrswert des Parks.
Dann muss ich erstmal gucken, ob das so geht hier mit dem Ausgang. Ne, das habe ich mir schon befürchtet. Habe ich schon gedacht. Mit dem Eingang. Das geht. Jetzt habe ich bereits einen Verkehrswert von über 50.000. Ah, da haben die auch diese ganzen aufblasbaren Sachen dabei. Gut, also jetzt mache ich mich dann auf hier. Ah, dann mache ich mal vorher einmal speichern. Weil ich nämlich nicht weiß, wie das sonst hier ausgeht. Aber ich brauche diese Kacheln erstmal. Und zwar... So. Die Wege, also brauche ich jetzt hier. Ah, jetzt habe ich die schon gebaut. Eine Wendeltreppe bis oben. Na, ich fürchte, da muss ich noch einen dran setzen hier mit diesen Wegen. So. Damit es auch wunderbar über dem Wasser ist. Whirlpool hin. Und jetzt kommt mir da oben noch eine Rutsche hin. Stand, glaube ich, Wasserrutsche, ne? Eine Wasserrutsche, 3,5. Erregungswert.
ja. Aber wir dürfen wahrscheinlich alle so sein, ne? Die ist klein. Allerdings muss ich dafür auch das Becken um einiges erweitern. Das könnte jetzt passen mit der Wasserrutsche. Okay, das funktioniert nicht. Dann muss ich doch mal ein bisschen kreativ schöpferisch sein und selbst eine entwerfen. Nur ich frag mich, warum das da nicht direkt drauf liegt.
Dann wollen wir mal eben testen. Klappt. Was für eine Erregungsbewertung hat die denn? 4,25. Immerhin, aber ich frage mich immer noch, wieso das so nicht klappt. So. Na wunderbar, es hat tatsächlich funktioniert. Ich habe es jetzt geschafft zum Tycoon. Auch diese Rutsche, die hat eine höhere Erregungsbewertung. Neues Bahndesign habe ich. Auch sieht natürlich gut aus, schön erweitert. Hier oben könnte natürlich auch noch einiges drauf pflastern. Aber jetzt weiß ich immerhin, wie das hier mit diesen Sachen geht. Das sieht doch so schon ganz gut aus in meinem Park. Ja, damit schließe ich jetzt das Szenario hier ab. Und es geht demnächst weiter mit Szenario 3 von Rollercoaster Tycoon Soarket.